Hallo, heute sprechen wir über Pekafil und die einfache Fundamentschalung. Dazu haben wir den Robert eingeladen. Hallo Robert, erzähl doch mal, aus was besteht denn eigentlich Pekafil? Ja, unser Pekafil, das besteht aus einer Sonderbaustellmatte und wird umschrumpft von einer gelben Polyethylenfolie, ja, mit 35% Recyclinganteil. Ja, und da stellen wir unterschiedliche Größen her von den Platten, so dass sie auch für verschiedene Anwendungen oder auch verschiedene Geometrien auf der Baustelle das Ganze abbilden können. Jetzt hast du gemeint, verschiedene Geometrien. Was gibt's denn da alles? Also welche besonderen Geometrien werden da hergestellt? Ja, ganz besonders ist natürlich die Fundamentschalung, und da gibt es natürlich wirklich unterschiedlichste Formen. Wir haben hier ein Muster, ein rundes Fundament. Natürlich gibt es das in unterschiedliche Dimensionen, ja, auch vielleicht mehrteilig, die wir da herstellen. Unsere U-Teile, die wir da konfektionieren, um Streifenfundamente zum Beispiel auf der Baustelle herzustellen und entsprechend einzubauen. Du hast jetzt gemeint für Streifenfundamente, U-gebogene Pekafil-Elemente. Wie funktioniert es dann auf der Baustelle? Ja, wir konfektionieren die ganzen Sachen vor. Und man sieht es, es kommt so auf die Baustelle, auf Paletten, und dann sind die sehr leicht händelbar, ja, werden in den Graben oder in das Loch, wo eben das Fundament erstellt wird, eingebaut. Ja. Und da ist es so, man hat diesen Graben, man stellt das Pekafil, setzt den Bewährungskorb und die Abstandshalter entsprechend ein, und dann wird angefüllt. Das ist eine sehr wirtschaftliche Lösung, weil anfüllen muss man ja sowieso. Und somit hat man eine sehr schnelle Installation und natürlich auch eine sehr sichere. Ja, da kann nichts passieren, wenn da angefüllt ist. Jetzt haben wir über die Streifenfundamente gesprochen. Jetzt ist es natürlich öfter auf der Baustelle so, dass es nicht nur gerade Elemente gibt. Kann man da irgendwie eine Lösung realisieren im Bereich Pekafil? Ja, ganz klar. Wir konfektionieren immer die Teile vor, aber natürlich nicht endkonfektioniert. Da können wir uns die Teile mal genauer anschauen. Wir haben verschiedene Anschlüsse, die wir dann bauseits lösen, aber natürlich auch sehr einfach, mit ganz einfachen Mitteln. Ja, wir haben so einen T-Anschluss oder ein Eckformteil, also Gebäudeecke, wenn entsteht. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, das zuzuschneiden und zu biegen, Kreuzungen. Oder auch unterschiedliche Höhen von Fundamenten kann sehr häufig vorkommen. Und zu guter Letzt natürlich auch eingebundene Einzelfundamente. Also Einzelfundamente, die an der Außenwand entlang gehen oder auch im mittleren Bereich, wo das Fundament eben auf beiden Seiten vom Streifenfundament ein bisschen breiter ist. All die Sachen werden zum Teil vorkonfektioniert, aber auch natürlich muss es auf der Baustelle dann noch kurz zugeschnitten werden. Ja. Zuschneiden, ja klar. In der Länge kürzen, einfach Elemente einkürzen, weil das Fundament gar nicht so lange ist. Ja, und dann eben solche Anschlüsse machen, einfach die Schenkel nochmal aufbiegen, die man da eben aufgelöst hat in den U-Teil. Und dann kann man das so machen. Jetzt haben wir natürlich viel über die U-förmigen Pekafil-Elemente gesprochen. Das ist natürlich ja relativ einfach herzustellen, auch auf der Baustelle, die verschiedenen Verbindungselemente. Kann Pekafil da noch mehr? Gibt es da auch Lösungen für Sondersituationen? Ja, Sondersituationen gibt es immer im Fundamentbereich. Ja, bestimmte Anschlüsse oder so. Hier zum Beispiel der Höhensprung des Fundaments, des Streifenfundaments. Ja, das ist einfach lösbar. Man bedient sich aus den U-Teilen, die man geliefert kriegt. Oder wir konfektionieren auch wieder solche U-Teile vor als Enddeckel. Ja, und somit hat man wieder eine sehr gute Möglichkeit, das Ganze einfach zu erstellen und auf der Baustelle darzustellen. Hier sieht man mal diese Situation, ja, einfach gemacht. Ja, der U-Deckel ist hier auf der Baustelle gemacht worden. Das ist kein Problem. Ja, oder Rohrdurchführung, ja, sehr häufig natürlich Entwässerungen im Fundamentbereich mit zu verlegen. Ganz klar, aufschneiden das Ganze. Und das Rohr durchführen, sehr einfach lösbar. Hier sieht man es. Es kann immer wieder spezielle Situationen geben. Ja, wir haben natürlich sehr viel Erfahrung und können da natürlich auch unterstützen, wenn es da Fragen gibt. Kein Problem. Oder Sondersituationen, kann man das überhaupt mit Pekafil lösen? Machen wir natürlich gerne.
Ja, jetzt haben wir natürlich viel erfahren über Pekafil und auch die Verbindungselemente, genauso wie ein paar Sonderlösungen. Dann bedanke ich mich beim Robert und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.